Hallo, willkommen. Hi, willkommen zu Stardew Valley mit Bionalo und Meyers TV. So, Na, ihr ah. kleinen Pupsers? Ich habe hier alles offen gelassen. Ich bin böse und gemein. Das sind die Schweine überall. So. Wie sind die Schweine überall? Mann. So. Dich kann Naja. man doch echt mit keinem Gatter alleine lassen. Nö. Anstatt alle zu begattern, begottest du sie einfach. Ja, ich begotte sie einfach. Oh na. Wie passen die da überhaupt durch? Wenn du die nach unten hättest freigelassen, hätte ich gesagt, ja, okay, verstehe. Hast du zufällig Holz im Inventar? Wir können ja die Türen alle mal ein bisschen größer machen. Das sieht nämlich so aus, als würden die Schweine da. Aua, gar nicht durchpassen. Oh, mein Arm. Hab mich gestoßen. Wir können ja die Türen alle so breit machen. Mach dazu. Du lässt jetzt schon wieder das nächste Gatter offen. Ja, die müssen da rein. No, du hast das nächste Tier abbauen lassen. Wozu meint ihr überhaupt? Ja, weil ich das vergessen habe. Wir bräuchten eigentlich so eine. Na, so eine Druckplatte wie bei Minecraft, dass die Tür hinter dir wieder zugeht, oder? Ich habe Baby-Alzheimer. Still-Alzheimer? Nee, das hast du ja. Aber du kriegst es ja scheinbar mit. Für Leute, die es nicht wissen, Still-Alzheimer sagt man, weil die Mutter in der Regel das Kind so oft füttern muss, wenn es gerade frisch geboren ist, dass die Frau total vergesslich wird. Dann ist nur noch so ein Baby wichtig, alles andere schmeißt ihr Hirn sofort raus. Naja, und wenn der Papa genauso wenig schläft, könnt ihr euch ja ausmalen, dass der genauso vergesslich und durcheinander ist. Naja, also mal so, die Kleine hat heute einen ganz schön auf Trab gehalten, während die Mutti geschlafen hat. Die Mutti musste heute schlafen, die war kurz vor Koma, nachdem sie die Fläschchen dann auch noch gemacht hat, obwohl sie eigentlich seit einer Stunde total müde ist. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, wenn ich todmüde bin, mache ich in der Küche nur noch Unsinn. Und mich noch in der Küche. Ich schmeiß Sachen um, ich schaffe es nicht zu essen. Ich brauche dreimal so lange für alles Normale. Also macht es keinen Sinn, wach zu bleiben. Wenn ihr todmüde seid, geht einfach schlafen. Ich bin jetzt auch schon relativ müde. Deswegen werden wir nur zwei Folgen aufnehmen. Wenn überhaupt, mal gucken. Und danach werden wir vermutlich ins Bettchen gehen. So, jetzt haben wir einen wunderschönen Tag angefangen. Was hast du vor? Ab auf die Insel. Ich habe gelesen, der Papagei gibt uns Hinweise. Ich weiß schon, wo die nächste goldene Nuss ist. Und nimm mal die Dinger mit. Wir brauchen das Baumharz. Sonst können wir keine Sachen mehr herstellen. Ja, Sperma der Bäume. Was? Nicht. Das ist der Lebenssaft. Genau genommen ist das Blut der Bäume. Na, eben Blut der Bäume. Weißt du nicht, wie Bäume sich fortpflanzen? Nee, Ich ich gebe dir einen bin. Tipp, geschlechtlich Fortpflanzung ist bei denen jetzt eher selten. Naja, ja, stimmt, bei den Bäumen ist alles hart. Was? Die Bäume halt nicht. Und die Stämme auch nicht. Du hast Geschenke mit. Schleim dich mal bei den Leuten ein. Wir haben immer noch keinen einzigen richtigen guten Freund da. Ja, selber trinken natürlich. Ach, du meine Güte, bist du sicher? Ja, klar, sonst hätte ich es ja nicht gegeben. Ist ja oft mit deiner Rumgeeier. Da, der Bürgermeister hinterher. Nee, nee, nee. Meine Güte. Super. Die wichtigen Personen, die Händler vor allen Dingen beschenken. Dem würde ich eher einen Kaffee geben. Kann sein, dass er Bier hasst. Das ist cool. Ich meinte, danke. Ich bin ein echter Sportler. Penny. Ein Penny für deine Gedanken. Danke dir. Das sieht speziell aus. Elliot. Hast du eine Entenfeder, Neva? Der liebt Entenfeder. Der mit den roten langen Haaren. Du willst du denn mal selber trinken? Mann, ey, so. Ja, nervt.
Wer treibt das hier? Wer treibt sich hier am Strand rum? Wer treibt es hier am Strand rum? Ah. Wir haben ja die Kohle, was soll's? Wir haben ja die Kohle. Oh. Immer knapp 1,2 Millionen mehr als im letzten Tag. Ja. Da können wir uns zwei, drei Überfahrten leisten. Oder du schwimmst ab jetzt, um Geld zu sparen. Was? Man kann es ja auch übertreiben mit dem Sparen. Also ich finde, wenn man 2,3 Millionen hat, ist man noch lange nicht reich. Und bei 3,4 auch nicht. Geh mal hoch, ich habe gelesen, der Vogel gibt einem jetzt Hinweise. Echt? Der Vogel. Ja, der bei dem Jungen sitzt. Der sagt einem, wo man die Nüsse findet. Naja, ich weiß, wo welche sind. Ja, aber wir Männer nicht in der Hose. Und nicht die, die jetzt außerhalb von deiner Hose sind. Nein, war ein Witz. Ihr redet mal mit dem Vogel. Der gibt einem Danke. wohl Hinweise. Arg. 5 eingehüllt in Feuer. Machen wir nochmal. Feuerberggeräte. Du musst an den Vulkan. Wir probieren es mal nochmal. Ich gebe dir mal einen Tipp. Dieses rosane Essen, das hat eine Schutzschildfunktion. Das hier. Mach mal auf E und halt mal den Mauscursor rauf. Dann kannst du dir bei jedem Essen angucken. Das macht plus Verteidigung. Und die anderen Essenssachen? Plus Geschwindigkeit? Einfach nur Heilung, okay. Weil bevor du reingehst in den Vulkan, isst du einfach das Glücksding. Also bei Glück sind auch nicht so viele Monster da. Und guck mal, da wachsen schon die Palmen nach. Also es sind nicht so viele Monster da. Du kriegst, glaube ich, auch bessere Schätze und als einmal das Grüßen. Na, was Auf denn? jeden Fall kriegst du da Verteidigung. Mit der Gießkanne. Sollst du übrigens das Glücksessen essen. Ja, mache ich jetzt. So. Ich wünsche mir, ich hätte jetzt Pfeil und Bogen. Geh ein Stück zur Seite, sonst kriegst du die ganze Feuerwehr ab. Meine Güte, die lassen sich aber schwer um die Ecke bringen. Ich gucke auf deine Heilungsleiste, okay? Geh weg da. Ja, will ich doch. Jetzt heil dich einmal mit dem ganz rechts. Das hat nämlich keinen Effekt. Ganz rechts. Kannst auch mit der Maustaste, meine Güte, mit der mittleren Maustaste. Was macht ihr denn jetzt hier? So. Du kannst mit dem Scrollrad dahin scrollen, wollte ich sagen. So, jetzt bist du So. ja heil, das kannst du einfach mal weiterlatschen. Wenn es nachher doch zu brenzlig wird, gehst halt wieder raus. Dann drücke ich auf die 1. Geh einfach weiter, du musst die Monster nicht töten. Wir sind nicht bei Minecraft. So, dann gehen wir mal rein hier. Oh, Steine! Cool. Jetzt hätte es sich gelohnt, wenn wir die Bomben mitgenommen hätten. Ah, da Ja. ist auch Silber und verschiedene andere Schätze. Guck mal, der Feuergeist. Aber der macht Ja. dir Schaden. Kannst auch Knüppel rausholen. Ein Knüppel aus dem Sack. Den Knüppel aus dem Sack. So, mach jetzt mal zurück hier.
Zeig meine mit dem Glücksessen aus der Verteidigung plus. So, jetzt habe ich den hier hinter mir. Ja, nimm mal die Schätze mit. Ja, du weißt schon, dass ich nicht gerade viel Ausdauer habe. Kannst auch jederzeit rausbeamen. Das ist eine neue Schere, okay. Da sind nochmal neue. Machen wir nach rechts. Ja, Mann. Das ist ein Feuergeist. Und links ist eine Maschine, geil. Geh mal nochmal zurück. Nein! Ich bin froh, wenn ich überlebe. Wenn du nicht überlebst, starten wir die Folge einfach nur an. Krass. Kannst du mal rechts zu diesem Ofen da gehen? Ja, nee, du, ich werde dir keine Experimente machen. Aber ich glaube, die Öfen kann man mitnehmen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Das ist ja nicht nur ein reines Ausweichen. Wo ist denn jetzt der nächste Eingang? Hier, ja? Glaube ich. Würde mich jedenfalls nicht wundern. So. Gott, ey. Das ist ja schrecklich. Das ist eine geile Höhle. Schade, dass ich nicht auch online bin. Ja, das ist wirklich schade. Dann wäre es nämlich. Ich bin gerade ein bisschen kalt, oder? Dann wäre es nämlich angenehmer. Ja, du machst es doch gut. Wenn es dir zu heiß wird, kannst du ja rausgehen. Zu heiß im Vulkan. Aber solange du das Glücksding hast, komm da auch nicht unendlich viel mit. Nimm mal ein paar von den Scherben mit. Du kannst dich ja immer noch raus teleportieren. Los in den Teleportstab, das wird sonst zu knapp. So. Sehr gut gemacht. Erstmal alles sichern, was du gefunden hast. Du hast so geile Scherben, ich wüsste mal gerne, wofür die da sind. Eine Schlackenscherbe. Okay. Und Gold. Geil, das kannst du gleich anschmelzen. Guck mal, da ist noch mehr Gold, 4 Stück. Unten, genau. So. Kohle brauchst du auch noch. Hast du nur 3. Da ist Kohle. Dann gucke ich mal, ob ich. Ich habe 4 Silber. Wir haben noch mehr da. Ach, siehst du, wir wollten doch dein Dings noch verbessern, deine Hacke. Da sind auch noch mal 4. Ja. Und 25 Kupfer sind da noch drin. Vorletzte. Okay, wollen wir mal das schon mal auf jeden Fall machen? Soll ich dir mal was sagen? Wir brauchen mehr Öfen. Obwohl das eigentlich ganz cool ist, aber... Waren das die einzigen 4? Das sind 5, ja. Oh, 5? Okay. Gut, dann werde ich auf jeden Fall jetzt 1 machen. Wieder eine Tür offen lassen? Nein, ich werde die Türen erstmal schließen. Du bist gerade durch eine durchgelaufen. Ich weiß, ich muss halt gucken, ob hier auch die unten die Tür zu ist. Wow. Ja, Kupfer braucht nicht mehr so lange. Da ist nicht mehr genug, aber hier zum Beispiel. Nein, na. Du musst direkt Mensch. Den Ofen anklicken und dich da rangehen. Du kannst nicht aus der Entfernung das machen. So. Na, aber das hier? Über dem Scheuchenvogel. Ich einen Vogel vor allem. Na, aber hier noch das hier. Ah, ist das schön. Genau. Und. Ich glaube, die haben die Zeit für die Öfen verkürzt. Na, was ich gut finde. Ist ja schon realistisch, dass das lange braucht, aber. Kannst du mal den einen Stein herausnehmen? Ich glaube, wir haben noch woanders mehr Steine. Also muss ich gucken hier. Da oben sind noch 5 Kupfer, die kannst du auch noch einschmelzen. In der Mitte. Ganz in der Mitte. So. Die 10 Steine kannst du woanders auch noch anschmeißen.
Was sind hier Steine? Und da ist ein Hartholz drin und einmal. Darf ich mal ganz kurz? Ich wette mit dir. Darf ich mal? Ich wette mit dir, das und das. Und auch das ist noch in einer anderen Truhe drin. Und die können wir ja mal Pflanze, warmem Wetter in der Nähe eines Gewässers. Wäre doch cool, wenn wir das mal machen, weil wir haben hier noch einen so einen Sprinkler. Den können wir abbauen. Ja. Nimm mal ruhig mit. So. Guck mal, da sind schon 136 Steine drin und da ist auch Holz drin. Welche Steine denn hier? Ich sehe ja keine Steine. Hast du dich noch reingeschmissen? Ja. Und da sind die Würmer noch, zwei zumindest. Okay, dann haben wir das schon mal. Das hebe ich mir auf. Das Kupfer. Könntest du den Sprinkler links neben dir dann noch abbauen? Ja, könnte ich. Könnte ich. Und die Taro-Pflanze in der Nähe von dem Wasser hinmachen? Welche Taro-Pflanze? Die, ja, aber jetzt habe ich schon 23. Ja, wo denn? Trotzdem, nimm mal den Sprinkler mit. Den dauert. Ja. Ach, den hier. Jo. Du bist halb tot, ja? Abbauen. Ja, immer wieder Ruhe. Jetzt bist du unten zu dem Gewässer. Was ist da eins? Kommt die nächste. Oh. Ja, du Schatz, das nervt gerade. Ja. So. Okay, machst du unten noch ein ganz bisschen neben dem Ofen, ein ganz bisschen Gras weg? Aber wirklich nur ein bisschen. Oh Mann, ey, jetzt kann ich 0 Uhr 10. Du hast hier echt Wünsche. Ganz deutlich, ja, da unten. Nee, noch weiter. So, und dann machst du jetzt einen Sprinkler hin und die Taro-Pflanze. Ja. Die machst du direkt neben dem Wasser. Ich glaube, du musst erst umhacken. So. Direkt am Sprinkler bitte. Geht nicht. Echt? Okay, geh erstmal schlafen. Vielleicht braucht ihr einfach mehr Platz. Vielleicht braucht ihr auch Sand. Könnte sein. Das könnte ja auch das Problem sein. Ja, könnte sein. Katze liegt wie auf meiner Betthälfte, wie im realen Leben. Das heißt, wir könnten die in dem anderen Gebiet da. Was hältst du davon? Wir machen jetzt einen Cut. Ja. Und in der nächsten Folge gehst du mit einer großen Handvoll Bomben nochmal in die Höhle. Du kannst nämlich die Steine super schnell abbauen. Wir haben nämlich eine ganze Reihe Bomben. Ja, dann nehme ich mir auf jeden Fall was zu essen mit. Super, das ist ein Plan. Dann bis gleich.